Hey, Genki, ich muss dir was gestehen. Eine Spinne hat dich gebissen und dir Kräfte verliehen? Nein, also, ja, aber... Okay, als du geschlafen hast, habe ich Speed Nonagon gespielt. Die Version, die ich dir letztens geschickt habe, oder... Auf deinem Laptop. Alter, das ist noch nicht fertig. Das reinste Chaos. Ich fand's cool. Besonders den Teil mit den wachsenden Dodekai-Edern. Du warst im dritten Level? Ja. Wieso? Habe ich dann Highscore geknackt? Nein, das sollte gar nicht gehen. Den Level habe ich gelöscht, weil er alles kaputt gemacht hat. Oh. Ich muss was testen. Bye. Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. Sie sind also überall Grund? Der war wirklich schlecht. Das steht unter Strom. Das hat gezwiebelt. Dein Anzug sagt, das waren 300 Kilojoule. Und du sagst nur au? Vorteile der Bioelektrizität, schätze ich. Der Strom muss irgendwo herkommen. Kannst du die Stromquelle sehen? Noch nicht, aber die Kabel führen bestimmt hin. Elektrifizierte Absperrung. Kompliziert. Vielleicht sind sie nervös, weil jemand in den Fisk Tower eingedrungen ist. Wer würde so etwas tun? Eso me gustó. Ein blöder Plan! Zapfe ich den Generator ab. Okay, abgezapft. Alles gut. Jetzt zu den anderen. Weißt du noch, wie ich gerade vor Tigra da war? Unorganisiert. Wenn ich kämpfe, bitte auf du. Geht besser. Und schlaf mal gut. Ja. Man respektiert uns jetzt. Weil jetzt sind Spider-Man und Roxxon gegen uns. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Werden wir. Hey, stopp, das ist ganz gut. Ich werde dir noch viel mehr wehtun. Tötet ihn, wenn's sein muss. Hinten ist keiner. Nach dem anderen. Eine schäbige Ware. Jetzt rüber!
Underground und bald auch kein Generator mehr. Da muss noch einer sein. Absperrung ist ohne Strom. Bereit zum Zerschmettern. Das war der Weg ins große Auditorium. Jetzt ist er versperrt. Ups. Vielleicht gibt's eine Treppe. Oder einen Aufzug. Den zum Beispiel, wenn er sich bewegt. Hey, ich habe überlegt. Was, wenn du Finn sagst, dass du Spider-Man bist? Hey Finn, ich bin nicht nur ein Lügner. Ich unterwandere deinen Club, um dich aufzuhalten. Okay, ja. Daran müssten wir arbeiten. Das gepanzerte Silo wirkt vielversprechend. Dagegen sieht meine Gaming-Ausstattung ja mal richtig alt aus. Ja? Finn macht hier echt auf Superschurkenhüll. Siehst du das riesige, gepanzerte Behälterding? Absolut nicht verdächtig. Ob das Nuform da drin ist? Deine Vermutung, ja. In diesem Behälter führen Kabel. Ich frag mich. Nummer eins. Jetzt noch die andere. Warum sollte ich Finn sagen, dass ich Spider-Man bin? Ich glaube, das gefällt dir gar nicht. Machen wir eine Pro- und Kontraliste. Pro, sie ist deine beste Freundin. Außer mir. Contra, sie ist Tinkerer. Pro, mit ihr zu reden ist einfacher, als weiter heimlich zu agieren. Contra? Der andere Spider-Man war deutlich. Sag niemandem, wer du bist. Du hast es mir gesagt. Wenn sie weiß, dass sie gegen dich kämpft, überlegt sie sich vielleicht alles nochmal. Vielleicht hast du recht. Okay, das sind zwei. Hoffentlich geht das gut. Was kann schon groß passieren? Und der Typ, der 30 Blocks weg ist. Finn macht anscheinend eine neue Maske? Ein Schild? Immer wenn ich etwas gegen die Underground-Waffen habe, überlegt sie sich etwas Neues. Direkt verbinden geht nicht. Vielleicht kriege ich mit dem Relais-Knoten eine Reinschaltung hin. Das sind drei. Ein. Die Wand. Sie bricht ein. Das war's. Ja.
sich gut an. Ich sehe mir Finster. Okay, was hast du vor, Finn? Finn pumpt Energie in das Nu-Form. Das macht es instabil, wie bei meinem Venom. Was die Brücke gesprengt hat. Und jetzt? Will sie das Theater hochjagen? Nicht das Theater. Roxxon Plaza. Wow, was? Das ist... Wie kann sie... Sie ist noch geschlossen. Es sollte keine Opfer geben. Aber ich darf das nicht zulassen. Ich nehme das nur vor. Komm schon! Mist! Aussperren! Er ist hier irgendwo! Ich muss das Nu-Form holen. Danach ist ihre Leuchtstabarmee dran. Nur um's mal zu sagen. Was, wenn Finn recht hat und das der beste Weg ist, Roxxon zu schlagen? Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei irgendwas schief, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht zulassen. Du hast recht. Bringen wir das Nu-Form hier raus. Und jetzt lege ich dir das Handwerk! Was ist hier los? Lass euch davon nicht zu! Tötet ihn, wenn es sein muss! Den vermisst keiner! Echt knapp. Er ist auf die Tür! Da ist er wieder! Auf ihn! Selbst Spider-Man ist für sowas nicht bereit. Und jetzt zum Nu-Form. Okay, ruhig. Oh nein! Das kannst du nicht haben! Ah!
will doch nur reden! Tinkerer, stopp! Damit du meinen Luftraum stehlen kannst? Das hättest du wohl gern. Hey, Genki, hab Finn getroffen. Was ist los? Sie hat das Luftraum. Ich folge ihr quer durch Manhattan. Shit, okay. Wie willst du sie aufhalten? Schritt 1, fange sie. Schritt 2, ich melde mich wieder. Oh, los, los, los! Ah! Das ist zwischen mir und Roxanne. Wie wär's mit einem Gespräch? Wie wär's, wenn du aufhörst zu klammern? Wieso wird sie nicht müde? Es läuft nicht gut. Wo bist du? Keine Ahnung, ich weiche Explosionen aus. Ich brauche eine neue Strategie. Ich mach, was du gesagt hast. Ihr die Wahrheit sagen? Ja, sobald ich sie habe. Tinkerer, ich muss dir etwas sagen. Mach langsam. Hältst du mich für blöd? Es ist wichtig. Ehrlich. Zurück, Spider-Man. Gib mir einen Grund, dich nicht zu erledigen. Meine Mom würde sich aufregen. Miles? Könnte mir... Jetzt frei auf dem Dach! Keine Bewegung! Hätte besser laufen können. Hat wohl eine Rippe erwischt. Oder drei. Hey, wie lief's mit Finn? Nicht so toll. Bist du noch bei uns? Ich bin jetzt zu Hause. Meine Eltern kommen nächste Woche zu uns. Ich wollte putzen. Ich komme aber gern wieder zu dir. Nein, schon gut. Ich melde mich später. Und jetzt? Hey, Onkel Aaron. Ich brauche einen Rat. Worum geht es denn? Einfach allem. Hast du Zeit? Ich kann das hier verschieben. Ich ruf gleich zurück. Danke dir. Dann bis gleich. Ich habe keine Ahnung, wo Finn ist. Oder das Nu-Form. Ich sollte irgendwas machen, bis Onkel Aaron Zeit hat.